Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. Das Wasser am Strand des Havannasund ist tiefrot gefärbt. Hier gehen die Bewohner der Färöer-Inseln ihrer blutigen Arbeit nach. Die Insulaner treiben am Sonntag rund 175 Grindwale kilometerweit mit Booten vor sich her. Sie hetzen die erschöpften Tiere an ihre Strände und schlachten sie dort mit Messern, Lanzen und Haken ab. Die blutige Praxis heißt auf den Färöer übersetzt Grindwalschule. Einem großen Teil der 48.000 Inselbewohner gilt sie als jahrhundertealte Tradition, die das Überleben der Menschen sichert und bei dem kein Gramm Fleisch weggeworfen wird. Für die Tierschützer von Sea Shepherd dagegen ist das Walschlachten ein barbarisches Relikt einer vergangenen Zeit. Geht es nach den Tierschützern, hätte die Jagd auf Wale und Delfine schon vor einem Jahrhundert aufhören müssen. Die Aktivisten von Sea Shepherd setzten am Sonntag eine Drohne ein, die das Ausmaß des Walschlachtens filmen sollte. Einen der Jäger ärgerte das wohl so sehr, dass er mit seiner Schrotflinte auf die Drohne schießt. Später finden die Tierschützer die zerschossene Drohne, können das Filmmaterial aber noch retten.